So, willkommen in einer neuen Folge. In der letzten Folge haben wir unseren Spider-Bot benutzt, um Informationen zu sammeln, die wir bekommen haben. Und jetzt müssen wir rüber den Konvoi lokalisieren. Und mal schauen, was uns da erwartet. Wuppa. Was ist denn hier los? Was ist das hier? Das ist irgendeine Nebenmission. Nee, ich habe keine Zeit. Sorry, Miles. Noch keine Verstärkung. Ich denke doch. Die paar Blocks werden wir ja wohl mit ihm schaffen. Hast du gesehen, was da draußen los ist? Ich traue niemandem. Besser ist das, niemand zu trauen, richten. Sie fahren los. Ich bleib hinter ihnen, falls jemand ohne Einladung aufkreuzt. Letzte Worte. Oh bitte, warum riskierst du das? Weil Aberglaube lächerlich ist. Wir werden sehen. Spidey, ich muss es einfach sagen. Du bist mein Held. Dankeschön. Alles ruhig. Vielleicht zu ruhig. Mann, ich wünschte, jemand hätte mich das sagen hören. Wieder eine Straßensperre rechts. Ja. Wir haben Besuch! Hammerhead-Schläger. Immer zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich muss diesen Zeugen schützen. Ich weiß, ihr wolltet diesen Zeugen heute Hammerhead ausliefern. Aber wisst ihr was? Ist nicht. Zuerst Spider-Man ausschalten, Jungs! Tötet ihn! Der Boss will seinen Kopf. Das hätte schief gehen können. Ich sollte nach weiteren Hammerhead-Leuten in der Stadt Ausschau halten. Spider-Man, wie läuft die Jagd? Gut. Ich weiß, wo die Dons sein könnten. Wie geht's dir? Müde. Ich bin gerade mit den Anrufen durch. Es war hart. Gut. Aber hart. Ich erledige das, Yuri. Keine Sorge. Okay. Hart, gut, hart. Zum Auerbach-Theater. Ich bin der Don-Sitter. Ein Autogramm, bitte. Was ist denn hier los? Die Guns müssen drin sein. Es wirkt sicher. Ja, es wirkt sicher. Anscheinend nicht, ne? Was zum Henker? Da gehen die Klappen auf und dann wird geschossen. Ja, aber klar. Super sicher. Klasse. Die Vorstellung ist nur für gefährdete Dons, Leute. Wir kriegen die Dons. So oder so. Verdammte Geräte. Wozu braucht Hebel diese Grabhebe-Dinger? Puh, ich brauche einen besseren Namen dafür. Mist, mach doch! Ich bring dir Respekt bei. Du bringst mir Respekt bei. Das will ich sehen. Wärt ihr zu Hause geblieben, müsst ihr nicht so viel fürs Popcorn bezahlen. Bring ihn auf den Boden, ich werde es beenden. Er hat zu viele von uns erwischt. Hey,
geschafft. Der Film soll auf der Glotze viel besser rüberkommen. Was zum Teufel? Schlechter Tag, dich mit uns anzulegen. Oh, oh, oh. Oh shit. Vorsicht, Gino! Wir verlieren Leute! Achtung! Ich mach schon mehr davon! Die gehen mal auf die Nüsse. Oh, oh. Okay, wir müssen erstmal kurz hier. Was ist denn das? Hallo. So, reicht. Wenn ich fertig mit dir bin, ziehen sie dich von den Wänden. Noch mehr Typen auf dem Dach. Auf dem Dach. Oh, Bombe entschärfen. Das Haus mit Bomben gespickt. Bisschen viel, oder? Ich muss Hammerheads Leute und die Bomben ausschalten. Gilt eure Kleiderordnung auch Freitag? Das sieht alles so unbequem aus. Versucht's mal mit Elastan. Eine Bombe weg, noch eine da. Die Bomben haben einen Timer. Schnell jetzt! Zeit zu sterben, Held! Was zum Teufel? Und jetzt sind sie auf dem anderen Dach. Natürlich! Der Plan ist ja nicht! So, auf dem anderen Dach? Welches andere Dach? Das hier oben? Bin da. Hä? Wo denn? Bin ich blind? Auf dem Dach? Pff, lächerlich. Mehr Sprengsätze. Ich muss mich beeilen. Eine weniger. Werft es euch nicht dauernd zu. Und zwei. Die Menge hält den Atem an. Mit was hat er uns da getrollt? Ich mach dich fertig. Cool. Es ist ein Hattrick und die Menge war's! Bringt ihn um! Verdammte Geräte! Digga, du gehst mal tierisch auf die Nüsse, jetzt reicht's. Fang den hier. Okay, die Dons sollten jetzt sicher sein. Ich sollte mal da rein und nach ihm sehen. Wo rein? Ach, da rein. Let's go. Hoffentlich sind die Dons okay. Und bereit für ein neues Versteck. Leute, reden wir über Sicherheitsvorkehrungen. Hallo? Was ist denn hier los? Oh. Okay. Das liegt an den Grabpanzerdingern. Eindeutig. Grabpanzerding? Ah ja. Mist, das lief gar nicht gut. Scheiße. Juri, er ist entkommen. Mit den Dons. Was? Ist das dein Ernst? Die geklaute Sable-Technologie. Sie hatte mehr in petto, als ich dachte. Du hast gesagt, du erledigst das. Du hast gesagt, du kriegst das hin. Hab ich, ja. Und ich hab's versaut. Tut mir leid. Oh, es reicht jetzt.
keine Auszeit mehr. Ich mach das jetzt. Ich melde mich, wenn es einen Plan gibt. Juri macht das jetzt. Ganz toll, Pete. Ganz toll. Hey, Leute. Oh nein, Screwball. Ich habe wirklich keine Zeit für sowas, Screwball. Für tollen Content ist immer Zeit. Besonders, ist das so? Wenn der Star New Yorks beliebteste Spinne ist, bei Herausforderungen auf Leben und Tod. Hau ab, Alter. Komm schon. Nerv du mich. Du weißt, dass du dabei sein willst. Lass mein Publikum nicht warten. So. Wir müssen in die Richtung 200 Meter. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt hier... Ah doch, wir müssen den Auftrag machen. Oh nein. Schmutz. Und jetzt geht's los. Ich kann kaum abwarten, was bei dir in Staffel 2 alles für uns zu bieten hat. Perfekt. Ich verhandle gerade mit einem Konkurrenzkanal, also... Bitte, ich hab dich doch entdeckt. Wenn du aufhörst, werden meine Fans sauer. Böser Flashmob sauer. Nicht vergessen, liken, kommentieren, abonnieren. Bye! Bye! Okay, seit dem letzten Mal habe ich ihren Trojaner modifiziert. Er pingt jetzt bei jeder Show ihren Standort an. Mit genug Pings kann ich triangulieren. Hey Leute, hier ist Screwball. Ich habe eine neue Show für neue Abonnenten. Ich nenne sie Geiseldrama. Hätte ich wahrscheinlich doch gar nicht machen müssen, ihren Auftrag, oder? Scheiße. Bleib unentdeckt oder die Geisel wird ausgelöscht. Die Alte nervt. Ich Screwball und ihre Fans bloß ignorieren, wie alle anderen Internet-Promis. Ich muss schnell und leise sein. So. Gute Nacht. Oh, wie enttäuschend. Ganz besonders für die Geisel. Herausforderung aufgeben. Wir wollen die jetzt nicht machen. Wir wollen ja die Hauptmission machen. Frage ist, müssen wir das jetzt hier machen? Ne, müssen wir nicht machen. Hammerhead darf sich nicht weiter bewaffnen. Und diese Grabpanzer reißen noch unser Depot ein. Ich verteile die restliche Sable-Ausrüstung in der Stadt. Gib ihm viele Ziele, dann teilt er seine Leute auf. Okay, und was soll ich tun? Sichere den Transport. Wir werden viele gleichzeitige Fahrten haben. Du hilfst da, wo es Schwierigkeiten gibt. Alles klar. Wenn die Ausrüstung sicher ist, holen wir uns Hammerhead. Bleib wachsam. Es stehen Leben auf dem Spiel. Mir gefällt gar nicht, wie sie klingt. Danach die Nebenmission wollen wir jetzt hier auf jeden Fall... Manchmal nervt sie mich, aber... Das wird alles ein bisschen in die Länge ziehen. Sehen, bringt uns in der Hauptstory nicht weiter, glaube ich. Störungsfrei. Wiederhole. Konvoi 3. Transport störungsfrei. Straße scheint frei zu sein. Keine Verdächtigen. Versteck 2. Halten uns bereit. Okay, so weit, so gut. An alle Einheiten. Verdacht auf Magia-Beteiligung bei Autounfall. Haben eine Meldung aus der Nähe von Gracie Mansion. Over. Alle Einheiten. Achtet auf bewaffnete Hammerhead-Leute an den Strecken. Bewaffnet? Nicht mehr lange. Warum kann ich nicht auf den Autos rum? Hat Hammerhead halt von Juris Plan Wind bekommen. Beeilung. Scharfschützen, Konvoi anhalten. Ich muss die Schützen ausschalten, damit der Konvoi weiter kann. Da oben. Oh, du Scheiße. Hey. Oh mein Gott. Die Fracht. Die Scharfschützen zielen auf den Konvoi. Schnell jetzt. Schlaf schön. So, das bringt wieder Bewegung in die Sache. Spider-Man hat die Scharfschützen ausgeschaltet. Ausschwärmen. Scharfschützen, überall an der Konvoi-Route. Wie am Schießstand. Ich muss ihnen den Weg freimachen. Muss ich ein paar Ganoven? Noch mehr Schützen! Wartet, bis die Entwarnung kommt!
Hammerheads Männer dürfen die Sable-Waffen und die Technologie nicht in die Finger bekommen. Das ist nicht deine Liga, Männer! Bring ihn auf den Boden! Einen nach dem anderen. Kinderleicht und Pillepalle. Der Weg ist frei! Bewegung! Warum wollen so Typen wie Hammerhead immer nur kämpfen? Liegt wahrscheinlich daran, dass er als Baby keinen Schnuller hatte. Oh oh, da kommen die Scheißer wieder. Hammerheads Männer, wie haben sie uns gefunden? Sicher die Sable-Technologie. Moin Meister! So heißen von jetzt an. Oh shit. Schnappen wir uns erst den hier. Ey. Ey. Was haut mich denn hier so weg? Können die Sable-Technologie sichern. Alle Einheiten, es gibt ein Problem beim Bürgermeister. Etwas kommt aus dem Boden. Brauchen Unterstützung. Wiederhole, brauchen Hilfe. Super. So viel zu, das war's. Dann mal weiter. Schnell, weiter geht's. Anscheinend ist Hammerhead gegen die Polizei in den Krieg gezogen. Und Yuri arbeitet sich die Finger wund. Ich weiß, dass sie sich um ihre Männer sorgt, aber sie muss die ganze Verantwortung nicht alleine tragen. Sagt der König von zu viel Verantwortung. So, bin da. Wo seid ihr denn? Hallo? Mann, habt ihr diese Dinger nicht? Das hier bleibt ewig eine Baustelle. Der nicht Verkehr wird blind? Ach, da unten. Alles klar. Oh, shit. Da bist du ja, Spinne. Jetzt kommt Schwung in die Sache. Wir kamst uns immer in die Falle. Komplett ahnungslos. Ihr wisst, dass die Cops Funkgeräte haben, ja? Und ein Hinterhalt sich schnell rumspricht. Tja, ich bin mir sicher, dass euch die Sable-Technik noch ein Grabe auf dem Weg nach oben. Passt auf die Technologie auf! Sichert die Sable-Ausrüstung! Verdammte Geräte! Sind diese Graber nicht allmählich mal alle? Hat mich überrascht, was? Das ist richtig, das ist nicht meine Gewichtsklasse. Du wirst dir weh
Eigentlich müssen wir den Fettsacker erst wegmachen. So. So, die haben wir. Hey, Spinne! Und tschüss! Nein, nein, noch mehr? Sie hauen mit der Sable-Technologie ab. Das muss ich Yuri vom Hals halten. Das schaffe ich. Aber klar noch. Hey, Spinne! Komm uns einfach hinterher, okay? Oh, das habe ich vor. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Nicht wahr, Spinne? Das ist euer Plan? Echt? Ich verliere sie. Endstation. Richtig erwischt. Oh. Ich hab gefettfingert und die falsche Taste geused. Jetzt aber. Noch eine. Beeilung. Wo ist er denn? Da hinten. Hoppa. Natürlich schon ziemlich weit gekommen jetzt. Na, da hinten ist er doch. Moin Meister! So. Hab euch! Autodieb-Anlieferung! So. Den haben wir auch. Yuri, gutes Timing. Nein, hier. Hammerhead hat dich weggelockt. Er hat uns reingelegt. Yuri, komm her. Schnell. Perfekt. Nein. Super. Mach die Ersthelfer und die Notaufnahme bereit. Sagt ihnen, was kommt. Sagt ihnen, wir bringen. Was war alles geplant, um mich von Hammerheads wahrem Ziel wegzulocken? Ich muss zu Yuri. Warum hat er das Polizeirevier angegriffen? Ich dachte, die Sable-Technologie ist nicht mehr dort. Yuri hört sich okay an. Zumindest körperlich. Ich weiß, sie ist zäh, aber jeder stößt mal an seine Grenzen. Dann schauen wir uns das mal an hier. Das Spektakel, uiuiui. Komplettes Massaker, hä? Yuri, ich hätte hier sein sollen. Er wusste genau, was er wollte. Alles, was mit Projekt Olympus beschriftet war. Und weißt du, was das ist? Nein, aber er hat es jetzt. Und wir kriegen ihn. Ich weiß. Wo willst du hin? Jemanden das Fürchten lehren. Wow, 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 wow. Durchatmen. Vector, oder ich verhafte dich. Oh, oh. Yuri, wir müssen zusammenarbeiten. Du musst mir nur aus dem Weg gehen. Da macht es uns noch schwieriger. Noch schwerer, wie auch immer. Das wird kein gutes Ende nehmen. Ja gut,
Dann war es das erstmal mit der Folge. Ich das verbockt habe. Bis zum nächsten Mal. Rap-Ting, dem ich lieber skrive. Jeg er afhængig som en alkoholiker, der bliver stiv. Så hvis jeg ikke kommer i boksen, får jeg abstinenser. Jeg har ikke tid til skolen, min klasse glemmer.